Heute verrate ich dir einen Tipp, wie du es schaffen kannst, in nur einem Jahr 5,25 Kilogramm Körperfett zu verlieren und was es dabei in diesem Kontext mit der täglichen aufgenommenen Menge an Wasser auf sich hat. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, die Wunschfigur zu erreichen, heißt abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu reduzieren und sich endlich wieder wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, ein Tipp, mit dem man es schaffen kann, in einem Jahr 5,25 Kilogramm Körperfett zu verlieren, klingt zu schön, um wahr zu sein, ist es aber nicht. Wenn man es mal rein auf eine energetische Basis herunterbricht, muss man wissen, ein Kilogramm Körperfett hat den Nährwert von ungefähr 7000 Kalorien. Heißt, wenn ich letztlich hier ein Ziel verfolge, diese etwas über 5 Kilogramm Körperfett im Jahr zu verlieren, ganz genau 5,25 Kilogramm Körperfett, dann benötige ich dazu ein ja, rein energetisches Defizit von 36.500 Kalorien. Dazu gibt es jetzt vielerlei Möglichkeiten, wie man versuchen kann, diesen Mehrbedarf zu etablieren. Ja, viele kennen es ja, irgendwo ins Studio zu gehen, zu versuchen, Rad zu fahren, irgendwo Krafttraining nachzugehen, irgendeine Form von Bewegung zu etablieren, um ganz bewusst mehr zu verbrauchen. Es gibt aber auch einen viel, viel einfacheren Weg, wie du das Ganze erreichen kannst. Um den auch letztlich zu erfahren, bleib bitte hier bis zum Ende dran. Ich will dir nämlich ganz zu Beginn hier noch mal kurz einen Kontext geben, wie letztlich dieser Tipp auch aufgebaut ist. Du musst verstehen, dass es nicht nur Bewegung ist, die mit Energiebedarf verbunden ist, sondern auch viele, viele andere Dinge. Ein Großteil deines Energiebedarfs, knapp 25% am Tag, verbraucht rein dein Hirn für die Kognition, die Denkvorgänge. Heißt, hier hast du schon mal einen der großen Bausteine. Und sicherlich zweiter sehr großer ist die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, die Aufrechterhaltung aller autonom laufenden Prozesse. Dazu zählt die Atmung, die Blutumverteilung, letztlich auch die Herzaktivität. Also viele, viele autonome Prozesse, die laufen. Natürlich auch Dinge wie die Zellerneuerung, Zellregeneration, also alles, was irgendwo auf Zellebene stattfindet. Und dann natürlich aber auch die Verdauung. Heißt alles, was du an Flüssigkeit, an Nahrung zu dir nimmst, hat für den Verdauungsprozess auch direkt den Energiebedarf. Und genau hier versucht dieser eine Tipp anzusetzen. Ein ganz einfacher Weg nämlich, dass du in vielerlei Hinsicht deinem Organismus etwas Gutes tun kannst, ist ganz bewusst mehr Wasser zu trinken. Klingt abgedroschen, ist aber tatsächlich bei 95% der Personen, mit denen ich ganz zu Beginn zusammenarbeite, eine der großen Herausforderungen, die es erstmal anzugehen gilt, weil hier tatsächlich fast jeder viel zu wenig trinkt. Wenn du einen bis eineinhalb Liter Flüssigkeit mehr zu dir nimmst täglich, führt es gleichzeitig zu einem Mehrbedarf von 100 Kalorien, 100 Kilokalorien, um genau zu sein. Das wäre nämlich auch der Bedarf, den dein Körper hat, um diese eineinhalb Liter Flüssigkeit sinnvoll zu verstoffwechseln. Genau das ist hier mein Tipp und meine Empfehlung an dich. Versuch täglich ein bis eineinhalb Liter mehr Flüssigkeit zu dir zu nehmen. Idealerweise hier auch nur Wasser. Ja, Säfte, Schorlen bringen natürlich wieder Nährwert ins System, um da mal Beispiele zu nennen, aber ganz gezielt mehr an Wasser zu dir zu nehmen. Du wirst in vielerlei Hinsicht davon profitieren. Ja, dein Körper besteht im Geburtszustand aus fast 80% aus Flüssigkeit. Dieser Flüssigkeitshaushalt ist im Fortlauf des Lebens immer weiter rückläufig. Und da kannst du schon mal ganz gezielt intervenieren und versuchen, in sinnvoller Weise mehr an Flüssigkeit zu dir zu nehmen. In dem Kontext will ich dir einen zweiten kleinen Hinweis geben, beziehungsweise auch inklusive noch einen dritten. Versuch tatsächlich auch ein sinnvolles Trinkverhalten an den Tag zu legen. Heißt konkret, du hast letztlich im Körper eine Aufnahmestelle für Flüssigkeit, die in dein System kommt. Das ist dein Dünndarm und der Dünndarm schleust die Flüssigkeit in den Wasserkreislauf. Allerdings hat dieser Aufnahmepunkt im Dünndarm pro Zeiteinheit eine maximal gedeckelte Flüssigkeitsaufnahmefähigkeit. Und die liegt bei ungefähr 200 bis 300 Milliliter alle 5 bis 10 Minuten. Alles, was du darüber hinaus zu dir nimmst, kann dein Dünndarm nicht in den Wasserkreislauf schleusen und wird dann später über die Blase und den Urin wieder ausgeschieden. Problematisch häufig dann, wenn eine Person am Ende des Tages merkt, hey, scheiße, ich habe heute noch gar nichts getrunken und exst einen Liter oder eineinhalb. Davon landen faktisch nur 200 bis 300 Milliliter wirklich im Wasserkreislauf und der Rest wird wieder ausgeschieden. Wie bei auch jeder Regel gibt es davon zwei Ausnahmen. Eine davon ist morgens direkt nach dem Aufstehen durch die Dehydration in der Nacht, heißt den Flüssigkeitsverlust durch Schweiß und Atmung, hat man hier eine erhöhte maximale Flüssigkeitsaufnahmemenge und die liegt bei ungefähr einem halben Liter täglich.
Und es wäre dann tatsächlich auch schon hier meine erste Empfehlung an dich. Versuch direkt morgens nach dem Aufstehen, nach dem ersten Toilettengang und dann später dem Wiegen, falls du sowas etabliert hast, gleich schon mal einen halben Liter Flüssigkeit zuzuführen. Und lass mich da mal gerne hier in den Kommentaren wissen, wie es dir damit geht, welchen Effekt du verspürt hast. Weil ganz häufig kann ich beobachten, dass wenn eine Person morgens eine Lethargie hat, sagt, ich komme schwer in den Tag, dass es tatsächlich großteils hier an der Dehydration liegt. Wenn man da schon ganz gezielt versucht gegenzusteuern, hat man hier schon mal einen halben Liter täglich mehr und hin zu dem Ziel von 1,5 Liter täglich dann schon mal ein Drittel rein nur über diesen einen Umsetzungsbaustein direkt am Morgen integriert. Das wäre tatsächlich hier auch zu dem Kontext der Flüssigkeitsaufnahmemenge wichtig. Heißt, ganz einfacher Tipp, versuch täglich 1,5 Liter mehr an Wasser zu dir zu nehmen und du schaffst es täglich mehr an 100 Kalorien auch täglich zu verbrennen. Aufs Jahr gerechnet 36.500 Kalorien. Das ist ungefähr das energetische Äquivalent von 5¼ Kilogramm Körperfett. Damit wünsche ich dir jetzt an dieser Stelle schon mal viel Spaß beim Integrieren. Nimm auch, wie gesagt, gerne morgens mal schon einen halben Liter mehr an Flüssigkeit zu dir, direkt nach dem Aufstehen, und lass mich dann wissen, wie es dir damit ging. Wenn du nun sagst, Abnehmen ist generell auch eine Herausforderung für mich, ich würde auch hier gern ganz gezielt ein Wunschgewicht erreichen, dann hast du auch hier die Möglichkeit, mich direkt zu kontaktieren für ein kostenloses Erstgespräch, in dem wir in einem unverbindlichen ersten Telefonat gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und welche Schritte wir gemeinsam auch gehen müssen, um dich dann auch von A nach B zu bringen. Dazu kannst du dir auf meiner Homepage davidbachmeier.com deinen Wunschtermin für das kostenlose Erstgespräch buchen und wir finden dann gemeinsam heraus, wie ich dir auch ganz genau weiterhelfen kann. Folge mir auch gern auf YouTube, abonniere meinen Kanal, um auf fortlaufend neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Kontaktiere mich auch gerne auf Instagram. Wenn du dort irgendwo eine Frage hast, schreib mir direkt eine persönliche Nachricht und wir finden da heraus, wie wir für dich auch deine Fragezeichen nehmen können. An der Stelle, wie gesagt, viel Spaß hier mit der Umsetzung und auch dem Erfolg aus diesem ganz einfachen zu inkludierenden Tipp. Ich freue mich, dich auch dann schon in den nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.